Yo, was geht ab, Leute? Heute ein kurzes Video auf jeden Fall, bevor ich in Urlaub gehe. Und zwar habe ich meinen Auspuff machen lassen. Ich blende mal das Ganze kurz ein. Jo, geht schon echt gut. Wie gesagt, das Video handelt auf jeden Fall von heftigen Schuhen, was ich mir so in letzter Zeit gekauft habe. Werde auf jeden Fall nur die Schuhe zeigen. Ich habe mir noch eine Jacke gegönnt, ist eigentlich eine heftige Jacke, habe ich bestimmt in einem anderen Video schon vorgestellt. Wie gesagt, das Problem ist, ich hatte sie gerade an, ich habe die Schuhe zweimal getragen und hier sind die heftigen Dinger. Also zu heftig. Die Dinger sind zu heftig. Ihr wisst selber, was die Louboutins kosten. Sind zu krank. Ich habe Schuhgröße 45, ist es glaube ich. Natürlich dreckig. Ich habe die bis gerade getragen, auch gar nicht gewaschen jetzt fürs Video oder so. Und sind heftige Schuhe. Also boah, dieser Stoff und so, diese Steine, das ist schon. Sind schon geile Schuhe. Also sind schon zum Flexen. Man muss sagen, also so Bequemlichkeit. Es gibt bequemere Schuhe auf jeden Fall, gerade so Yeezys oder so, da kommen die auf jeden Fall nicht an. Aber optisch zu krank, zu wild, zu heftige Schuhe, also wer keine Louboutins hat, der hat keine Louboutins, ihr wisst Bescheid. Ja, relativ kurzes Video heute, heftige Schuhe. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Meinung zu den Schuhen ist, sind zu heftig, also boah, allzu wild. Also meiner Meinung nach heftige Schuhe, Lenano hat es schon gesagt und da müssen natürlich dann die ein oder anderen natürlich nachziehen, krasse Schuhe, bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden und das war es eigentlich auch schon mit dem Video, ich bin im Urlaub, es werden 2 Wochen auf jeden Fall keine Videos kommen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wo ihr im Urlaub wart, ich gehe relativ spät jetzt in Urlaub. Sind schon Ferienende, sprich alles wird überall ein bisschen leerer, ist manchmal auch sehr gut, alles wird auch günstiger und in diesem Sinne war es das dann eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare, wo ihr im Urlaub wart und welche Videowünsche ihr habt und dann sehen wir uns nach meinem Urlaub. Peace.